Ja, ich freue mich, dass wir zum 7. Mal heute zusammengekommen sind zum Warburg Podcast, zum 4. Mal mit Professor Drobetz. Mit einem, finde ich, wieder mal ganz spannenden Thema. Es geht im weitesten Sinn um künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen oder Machine Learning, wie man auf Englisch sagt. Das ist ein Thema, was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer mehr, glaube ich, umtreiben wird, weil immer mehr Bereiche des Lebens davon betroffen werden und irgendwann werden auch Steuererklärungen wahrscheinlich über Machine Learning und künstliche Intelligenz erstellt werden und wahrscheinlich findet die Auswertung auch nur noch mit künstlicher Intelligenz statt. Wir wollen uns aber heute fokussieren auf das Thema maschinelle Lernverfahren im Asset Management. Und zum Einstieg eigentlich immer so die klassische Frage, Wolfgang, wie definiert man eigentlich maschinelles Lernen allgemein oder dann vielleicht auch spezieller bezogen auf ja, das Thema Asset Management? Ja, also maschinelles Lernen ist ganz grundsätzlich eine Unterform der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz in seiner immer noch ein bisschen visionären Definition beschreibt die Fähigkeit von Computern, von Maschinen, von Algorithmen, menschliche Fähigkeiten nachzuahmen, also logisches Denken, Planen, Kreativität zu imitieren. Und wir sprechen aber eben über maschinelles Lernen und hier geht es darum, dass ich dem Computer, dem Algorithmus, der Maschine möglichst viele Daten gebe, möglichst viele Daten vorwerfe, um daraus zu lernen, um aus diesen Daten Muster zu erkennen, diese Daten zu strukturieren, mit dem wesentlichen Ziel, Prognosen zu treffen. Und da ist es natürlich fürs Asset Management unendlich spannend, weil wir könnten natürlich auf die Idee kommen, Aktienkurse zu prognostizieren. Und darüber werden wir im Laufe des Podcasts natürlich auch sprechen. Das machen wir. Und bevor wir da tiefer einsteigen, gibt es vielleicht Sinn, da so einen kleinen Ausflug in die Wissenschaftstheorie zu machen. Weil wenn man Wirtschaftswissenschaftler ist oder noch einen wissenschaftlichen Background hat, dann hat man eigentlich ja mal gelernt, dass man typischerweise mit deduktiven Verfahren arbeitet, wo man vielleicht erstmal ein Modell aufbaut und überlegt, so könnte die Welt aussehen, das erscheint plausibel zu sein. Und dann guckt man, kann ich damit die echte Welt erklären? Kann ich meine Theorie, die dahinter steckt, vielleicht falsifizieren? Das ist irgendwie der Versuch, deduktiv sich Sachverhalten zu nähern. Und Machine Learning ist ja eigentlich nicht deduktiv von seiner Vorgehensweise. Ja, Machine Learning in seiner Reinform ist eigentlich radikaler Induktivismus, wenn man es so ausdrückt. Und Induktivismus ist eine wissenschaftstheoretische Position, die davon ausgeht, dass man eigentlich Erfahrung nur dadurch generieren kann, dass wir Daten beobachten. Wir lernen aus Daten und machen den sogenannten Induktionsschluss, dass wir nämlich aus bestimmten Beobachtungen, wir beobachten ja nie alles, also dass wir aus dem Einzelnen auf das Allgemeine schließen. Wir beobachten etwas und gehen davon aus, dass das, was wir beobachten, auch allgemein gültig ist. Und daher sind die Anhänger maschinellen Lernens eigentlich davon überzeugt, dass sie keine ökonomische Theorie brauchen, wenn man es ganz radikal ausdrückt. Wir brauchen keine Kenntnisse über das ökonomische Problem. Wir brauchen kein theoretisches Modell. Wir müssen uns keine Gedanken machen über Variablen, die irgendwie eine Rolle spielen. Wir müssen uns auch keine Gedanken darüber machen, wie diese Variablen wirken, über Vorzeichen oder Ähnliches, sondern wir wollen ganz einfach aus möglichst vielen Daten nichtlineare Strukturen und Interaktionen, Zusammenhänge zwischen diesen Variablen algorithmenbasiert lernen. Darum geht's und wir wollen damit Prognosen machen. Und das ist, wie du sagst, eben genau das Gegenteil zu dem, was wir normalerweise, wie wir in der Ökonomie vorgehen. Wir haben in der Regel ein Modell, das wir aus logischem Denken entwickeln und ableiten. Daraus gibt es vielleicht eine Hypothese und die können wir mit Daten testen. Und die Daten sind dann nur noch dazu da, unsere Parameter zu kalibrieren. Und die Verfechter von Machine Learning sagen jetzt, wir brauchen all diese Modelle nicht. Wir können gut ohne diese Modelle leben. Unsere neuen Modelle sind die Daten. Darum geht es eigentlich. Die Daten sind die neuen Modelle. Aber trotzdem müssen ja solche Ansätze lernen. Also darum geht es ja. Ich beobachte Daten und daraus ziehe ich meine Informationen. Und ich kann jetzt auf zwei Arten lernen. Ich kann quasi einerseits überwacht lernen oder quasi ganz frei lernen ohne Überwachung. Ja, also es gibt zwei Grundformen des maschinellen Lernens. Das ist einmal das überwachte Lernen und andererseits das unüberwachte Lernen. Beides interessiert uns im Asset Management. Überwacht heißt,
dass ich der Maschine, dem Algorithmus, immer Input-Output-Daten gebe, Paare gebe. Also in unserem Fall zum Beispiel, wir wollen wissen, welche Variablen sind wichtig dafür, dass der Markt morgen nach oben oder nach unten geht. Also wir prognostizieren die Marktrichtung, das Signal, ist das positiv oder negativ. Und ich gebe jetzt dem Computer, dem Algorithmus, immer Paare von positiver oder negativer Marktrichtung und irgendwelchen ökonomischen Variablen, von denen ich davon ausgehe, dass sie irgendeinen Einfluss auf den Aktienmarkt haben. Und der Computer startet eben Ähnlichkeiten, Unterschiede, andere Logikpunkte zu sammeln, um sozusagen den Zusammenhang zwischen Marktrichtung, Aktienmarktrichtung und ökonomischem Umfeld selbst zu lernen und zu verstehen. Aber am Ende lernt er quasi immer, was ist hier ein attraktives Umfeld oder genau. Da will ich am Ende hin und genau. Dann muss er verstehen, ob es Muster genau. gibt, die typischerweise genau. dazu führen, dass man in dieses attraktive Umfeld dann kommt. Der Algorithmus sucht korrelative Muster und genau. korrelativ ist wichtig, darüber sollten wir dann auch noch ja. gleich sprechen, aber vielleicht noch kurz vorhin zum unüberwachten Lernen. Ja. Da gebe ich dem Computer nur Input-Daten, also ich habe jetzt nicht irgendwie den Output, den Wert, also eine Rendite zum Beispiel, sondern ich habe zum Teil völlig unstrukturierte Daten und versuche hier einfach Muster, Cluster reinzubringen, um irgendwas aus diesen Daten zu lernen. Also das ist zum Beispiel eine typische Anwendung, ist Gesichtserkennung. Da gebe genau. ich unendlich viele Messpunkte des Gesichts dem Computer und der lernt aus diesen Abständen von bestimmten Punkten im Gesicht, kann er einfach eine Struktur reinbringen. Und so kann er Gesichter wiedererkennen. Oder Marktforschung. Ich sammle möglichst viele Daten von Leuten, die bestimmte Dinge kaufen. Und dann versuche ich, diese Gruppen einfach irgendwie einzuteilen und spezifisch anzusprechen mit spezifischen Werbemaßnahmen. Es gibt also dieses Beispiel, dass Computer solche Verfahren anwenden, um zum Beispiel Katzenbilder von Hundebildern unterscheiden zu können. Das ist doch eigentlich dann eher gelerntes Verfahren, dass man dem Computer ganz, ganz viele Bilder gibt und genau. sagt, aber diese 13 Bilder, das sind die Katzenbilder. Genau. Also man gibt dem Computer diese Katzen- und Hundebilder und irgendwann mal versteht er, dass das zwei verschiedene Gruppen sind. Ja. Je öfter er das sieht und weiß, ich sage ihm, das ist eine Katze und das ist ein Hund, kann er bestimmte Ähnlichkeiten festmachen anhand dieser Bilder und irgendwann mal lernt er, die beiden Gruppen zu trennen und weiß, das ist ein Hund und das ist eine Katze. Und dieses induktive Lernen hat seine Grenzen, das kann man eigentlich mit diesen Hunden- und Katzenbildern auch ganz schön aufzeigen. Es gibt nämlich Beispiele, wo man Katzenbilder genommen hat, von denen man eigentlich weiß, dass der Computer wunderbar sie auch als Katze erkennt. Dann hat man so ein ganz kleines bisschen Rauschen da reingelegt auf der Pixelebene, was der Mensch gar nicht wahrnehmen würde, aber auf der Pixelebene ein paar hundert quasi rauschende Pixel mit anderen Farben reingepackt und schwupps hat der Computer gar nichts mehr erkannt, ja. weil auf einmal die Muster eine andere Form bekommen haben, obwohl der Mensch immer gesagt hätte, sogar jedes Kleinkind ist doch eine Katze. Gibt es auch ein gutes Beispiel aus der Finanzierungslehre, also das, wo der Computer zum Beispiel wahnsinnig gut ist, ist, der Computer kann lernen, Optionen zu bewerten. Wir wissen, wie wir mit der Black-Scholes-Formel aus bestimmten Parametern den fairen Wert einer Option berechnen. Dafür gab es den Nobelpreis 1997 und wenn wir dem Computer Optionspreise geben und die Parameter wie den Ausübungspreis, den Aktienkurs, die Volatilität, risikolosen Zins und Laufzeit, dann kann der Computer diese Black-Scholes-Formel praktisch perfekt lernen. Der kann mühelos diesen fairen Optionswert ermitteln. Das funktioniert deswegen, weil es ein deterministischer Zusammenhang ist. Da gibt es eine Arbitrage-Beziehung, die muss gelten. Und das kann er perfekt lernen, aber die meisten Probleme in der Finanzierungslehre sind dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen, die wir kriegen, wahnsinnig verrauscht sind. Und Aktienpreise sind halt das beste Beispiel. Da ist ein bisschen Information drin, aber ganz viel Rauschen. Ja. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie gut sind solche Lernmodelle, Information und Rauschen zu trennen. Und als klassischer Volkswirt, Analyst, Investor würde man in einer solchen Analyse ja auch sehr stark auf Kausalitäten setzen, um Sachverhalte zu verplausibilisieren, einzuordnen. Und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zwischen Mensch und Maschine, weil Maschinen zumindest in diesem Kontext ja eben nicht mit Kausalitäten arbeiten, sondern eigentlich immer nur mit Korrelation, mit Ähnlichkeitsmustern. Ja, also deswegen habe ich vorhin betont, wir finden korrelative Zusammenhänge. Und als Ökonom interessiert mich nicht so sehr die Korrelation, nicht etwas zu beschreiben, sondern ich möchte letztlich wissen, warum gibt es bestimmte Zusammenhänge. Nicht? Und das ist natürlich ein Problem. Man kann das vielleicht, wenn wir ein Beispiel aus dem Asset Management rausnehmen, Fundamentalanalyse. Klassisches Beispiel, wir haben einen Analysten hier im Haus, der möchte
Gewinnprognosen machen. Und das tut er, indem er sich viele, viele firmenspezifische Charakteristika anschaut. Zum Beispiel guckt er sich an, wie international aufgestellt ist ein Unternehmen. Wie viel Prozent seines Umsatzes macht das im Inland und im Ausland? Was wird der Analyst jetzt im besten Fall machen? Der würde ein perfektes Experiment machen. Der würde zufälligerweise Unternehmen in international und drei national klassifizieren. Und das zufällig, die Zuordnung müsste zufällig sein. Und dann kann ich gucken, sind die einen profitabler als die anderen? Diese Profitabilität hat wieder Auswirkungen auf meinen Aktienkurs. Und damit bringt der Analyst seine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen raus. Das Problem ist, so ein Experiment gibt es in der Realität nicht, weil die Klassifikation international, national ist nicht so binär, das ist nicht so einfach. Und noch wichtiger, Unternehmen entwickeln sich ja unter ganz unterschiedlichen Organisations- und Branchenstrukturen und treffen auf dieser Basis endogene, aber rationale profitwertmaximierende Entscheidungen. Und deswegen kann die Entscheidung, international zu sein oder nicht, in unterschiedlichen Unternehmen ganz unterschiedlich ausfallen. Ja. Und deswegen kann ich keinen kausalen Schluss von dem Grad der Internationalisierung auf Profitabilität schließen. Und das Zweite ist, dass nicht der Effekt nicht nur in eine Richtung gehen kann, dass Internationalisierung beispielsweise zu höherer Profitabilität führt. Andersrum, genau. Das kann genau umgekehrt sein. Ja. Wenn ich profitabler bin, kann ich mir neue Märkte erschließen. Eben. Und das nennt man dann Reverse Causality, also umgekehrte Kausalität. Und all das ist natürlich sehr schwierig in maschinellen Lernverfahren abzubilden. Das Kausalität ist nicht, oder umgekehrt, Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Ich muss im Prinzip hinter die Kulissen schauen können, wenn ich es was genau verstehen will. Und da reicht die Analyse der Daten typischerweise meistens nicht, vielleicht hinlänglich aus. Es gibt aber noch ein Problem, was vielleicht unter dem Thema Lukas-Kritik so ein bisschen zusammengefasst werden kann. Da geht es ja darum, dass man sagt, hey, es gibt ökonomische Zusammenhänge, aber die sind veränderlich, die sind dynamisch, weil sich Erwartungen von Marktteilnehmern ändern, weil ab und zu bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die zu gewissen Pfaden führen, die dann ökonomische Zusammenhänge ändern. Das heißt, ich habe ja ein dynamisches System, genau, wo eigentlich also so ein lernendes System auch die Dynamik verstehen muss. Und das ist natürlich schwierig. Genau. Das ist die bekannte Kritik von Bob Lucas, der auch den Nobelpreis bekommen hat in der Volkswirtschaftslehre. Er war der Erste, der gesagt hat, schaut mal, ökonomische Zusammenhänge ändern sich mit den Erwartungen der Akteure. Und diese Akteure treffen auf Basis ihrer Erwartungen endogene Entscheidungen. Die fallen nicht vom Himmel, die sind nicht exogen. Und wenn sich die Erwartungen ändern, dann ändern sich die Zusammenhänge. Mhm. Und ich brauche eben, um diese Erwartungen zu modellieren, ein Modell. Wir bräuchten ein Modell, um diese Erwartungen zu verstehen. Und genau das habe ich im Machine Learning nicht. Und deswegen ist der Einsatz von maschinellen Lernverfahren gerade in der Finanzierungslehre schwierig. Wir wissen zum Beispiel, dass alleine die Entdeckung von bestimmten Mustern, dass es zum Beispiel eine Dividendenrendite, eine Prognosevariable ist für Aktienmarktrenditen, dass alleine die Entdeckung solcher Phänomene dazu führt, dass diese Phänomene verschwinden und weniger stark zu beobachten sind, weil die Leute das plötzlich wissen, ihre Erwartungen anpassen, adaptieren und damit finden wir diese Effekte, die wir vorher beobachtet haben, nicht mehr. Jetzt haben wir, finde ich, ein paar Punkte herausgearbeitet, die das Thema maschinelles Lernen vielleicht in so einem kritischen Blickwinkel eher stehen lassen oder betrachten. Aber man muss ja fairerweise sagen, dass diese Methoden auch ihre Vorteile haben, weil man mit denen Sachverhalte ausarbeiten kann, erkennen kann, ableiten kann, die man zumindest mit klassischen statistischen Verfahren, klassischen ökonometrischen Ansätzen niemals hinbekommen würde. Ja. Sodass es sicherlich auch vor dem Hintergrund von Big Data, der Verfügbarkeit ganz vieler Daten, die vielleicht auch nicht besonders strukturiert sind, weil sie sind da, Möglichkeiten auf einmal sich erschließen, die man vorher niemals hätte nutzen können. Ja. Nein, genau. Also es gibt natürlich jetzt trotz all dieser wissenschaftstheoretischen Kritik viele Einsatzmöglichkeiten, die man sich überlegen kann. Also wenn wir das noch ein bisschen sozusagen bislang resümieren, was wir gesagt haben, maschinelles Lernen scheint immer dann vorteilhaft zu sein, wenn ich viele Daten habe, wenn es mir nicht unbedingt um Kausalität geht, sondern wenn ich Prognosen machen möchte, und das ist ein wesentlicher Teil dessen, was auch die Bank macht. Ja. Und wenn ich hochdimensionale Daten habe, die ich als Mensch gar nicht strukturieren kann, gar nicht beurteilen kann und mich eines Algorithmus bediene, der eben hier versucht, das Ganze für mich zu strukturieren. Und da gibt es eben das große Stichwort Big Data, das wir einfach ansprechen sollten.
Mit Big Data wird in der Literatur, werden drei Vs verbunden. Die drei Vs sind einmal Volume, nämlich Umfang, die schiere Masse an Daten, zweitens die Bandbreite an Daten, Variety ist der zweite V und drittens Velocity, die Geschwindigkeit. Und vielleicht starten wir mal mit dem ersten, das Volumen. Es gibt die International Data Corporation, habe ich mich schlau gemacht in Vorbereitung zu diesem Gespräch, die schätzt, und mit aller Unsicherheit behaftet natürlich, dass weltweit etwa alle drei Tage mehr Daten generiert werden, als in der gesamten Menschheitsgeschichte vor 2003 der Fall war. Und andere Schätzungen gehen davon aus, dass aktuell weit über 90% aller aufgezeichneten Daten, die also irgendwie verfügbar sind, strukturiert und unstrukturiert, während der letzten drei Jahre erzeugt wurden. Also an Umfang und Datenvolumen gibt es also sicherlich keinen Mangel. Ja. Und die gleiche Quelle schätzt, dass etwa 80% der verfügbaren Daten unstrukturiert ist. Das heißt, die sind für traditionelle ökonometrische, statistische Verfahren gar nicht zugänglich. Das können auch Fotos sein, irgendwelche Satellitendaten, Sensordaten. Genau. Das, wenn wir es kurz klassifizieren, wir haben traditionelle Daten, das sind das, was wir von Börsen haben, Börsendaten, was wir Unternehmensdaten haben, an Abschlussberichten, an Reportingdaten sonstiger Art. Alles, was öffentliche Stellen zur Verfügung stellen an Makrodaten, das kann ich alles verwenden, aber das ist ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir heute haben. Und du hast es angesprochen, eben zum Beispiel visuelle Daten. Also wir könnten zum Beispiel Daten, und das tut man auch mittlerweile, Daten von Satelliten einsetzen, die Frachtschiffe fotografieren. Wir könnten das verbinden mit Daten, wie viel Ladung diese Frachtschiffe haben. Und da Rückschlüsse ziehen über den Welthandel und die Industrieproduktion. Wir könnten Satellitenfotos uns besorgen über die Besetzung von Parkplätzen vor großen Shoppingcentern und irgendwie hier die Stimmung unter den Verbrauchern zu messen. Oder man nimmt Webcrawler und schaut, was sind die Preise auf irgendwelchen Homepages im Onlinehandel, wie auch immer. Also das hat man auch gemacht, nicht? Also da gibt es das Projekt heißt The Billion Prices Project von Harvard und MIT, den beiden Universitäten in Boston. Die haben also wirklich Tausende von Online-Händlern jeden Tag mit automatisierten Webcrawlern abgesucht, um Inflationsraten auf täglicher Basis zu berechnen. Denn das Problem ist, in der Regel habe ich die quartärlich. Das ist dann zu spät für eine Prognose und häufig werden die sogar noch korrigiert am Ende. Also ist das für den Prognoseeinsatz häufig unbrauchbar. Und hier kann ich mir wirklich tagesaktuell de facto meine Daten zur Verfügung aufbereiten. Oder man schaut sich Texte an von Analysten oder Geschäftsberichte und schaut, welche Stichworte tauchen ja auf, in welchem Kontext, was ist da für eine Stimmung, für ein Sentiment, was damit einhergeht. Genau, also man kann nach bestimmten Stichworten suchen, die zählen und dann zu bestimmten Stimmungsindikatoren kommen. Man kann aber heutzutage mit den modernen Algorithmen nicht nur nach einzelnen Wörtern suchen, sondern eben zum Beispiel die zwischen den Zeilen lesen, so ein bisschen die Stimmung, Unterscheidung, positive, negative Wörter, ist die Sprache klar, ist sie schwammig, um daraus Schlüsse zu ziehen. Wobei das nicht immer gut funktioniert, am Rande bemerkt. Wobei das also, nicht immer gut funktioniert. Ich will jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gibt einen Nachrichtendienst, den wir auch nutzen, der macht das seit einiger Zeit, dass er jede quasi Nachricht versieht mit so einem Stimmungsindex, der mit künstlicher Intelligenz oder Machine Learning erstellt wird und da ist die Trefferquote nicht besonders hoch. Ja. Klar, also diese Dinge stehen auch am Anfang, das ist völlig klar. Vielleicht eine Sache, die noch interessant ist, weil wir in einem unserer letzten Podcasts über ESG gesprochen haben und da haben wir auch ein bisschen diskutiert, dass viele der kommerziellen Anbieter, die solche Ratings erstellen, dass das nicht immer zusammenpasst, dass die nicht immer hoch korreliert sind. Man kann auch, und da gibt es aktuelle Forschungsarbeiten, die versuchen, ebenso mit Textanalyse Unternehmen zu klassifizieren nach deren ESG-Aktivitäten. Ne? Ja. Jetzt machen wir es mal ein bisschen konkreter. Was sind denn jetzt die tatsächlich typischen Anwendungsbeispiele im Asset Management? Wir haben gerade schon gehört, ne, es gibt viele unstrukturierte Daten, die man auswerten kann. Man kann hinter die Kulissen schauen, man kann auch, sage ich mal, mathematische Zusammenhänge auswerten, die man mit klassischen statistischen Methoden gar nicht so richtig im Sieht sehen würde. Aber was sind dann so die typischen Felder, wo man vielleicht eine gewisse Berechtigung hätte, solche Methoden zu nutzen? Also ich glaube, es sind drei Bereiche im Asset Management, die man hier nennen kann. Das ist einmal Portfolio Management klassisch, dann ein bisschen Aktienhandel und Rentenhandel
und zum Schluss natürlich in der Wertschöpfungskette ein bisschen Risikomanagement. Das Wichtigste, und damit haben wir uns auch beschäftigt in aktuellen Arbeiten, ist natürlich Renditeerwartungen zu schätzen. Und da kann ich jetzt einmal Prognosevariablen verwenden aus traditionellen Datenquellen, aber wir können auch viele dieser alternativen Datenquellen, die wir angesprochen haben, verwenden. Wir können völlig neue Prognosevariablen da einsetzen und weil wir eben auch so unstrukturierte Daten verwenden können, können wir die der Maschine zum Lernen geben. Ja. Und das kann ich natürlich einsetzen zur taktischen Portfoliosteuerung. Ich kriege Renditeerwartungen und kann entsprechend Portfolios bauen. Ne? Auch zur Selektion. Also auch zur Selektion, ja. Genau. Ja. Interessant, ich habe eine Arbeit gefunden, die vergleichen so ein bisschen die Qualität von digitalen Analysten, das ist ja das, was die Maschine lernt, digitale Analysten mit menschlichen Analysten, mit den tatsächlich verfügbaren menschlichen Prognosen. Und da zeigt sich, dass die Maschine verdammt gut ist in der Prognosegenauigkeit, wenn es um Standardfälle geht. Also Unternehmen, die jetzt irgendwie unauffällig sind, mal ganz grob gesprochen. Aber Unternehmen, wo es große Bewertungsunsicherheiten gibt, die ja so ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten haben, wo es sehr viele immaterielle Vermögensgegenstände gibt, also Patente und Ähnliches, da ist der Mensch doch immer noch besser. Und das scheint einfach zu sein, dass in diesen Situationen Erfahrung und vor allem Intuition doch noch eine Rolle spielt. Ne? Und dieses Papier kommt zum Schluss, dass die Kombination Mensch-Maschine im Moment wohl das Beste ist, die beste Wahl ist. Ne? Das ist jetzt auch ein bisschen so die Performance-Seite. Am Ende will man ja Performance machen, aber es gibt ja auch die Risikoseite. Ich kann ja möglicherweise auch solche Ansätze nutzen, um Portfoliostrukturen in der Summe sinnvoller zu gestalten. Wenn wir erste Momente und die Renditen sind die ersten Verteilungsmomente prognostizieren können, dann können wir natürlich auch zweite Momente prognostizieren. Wir können Volatilitäten und Korrelationen, die ganze Korrelationsmatrix versuchen zu strukturieren. Da gibt es relativ wenige Arbeiten, da habe ich wenig gefunden. Wobei das eigentlich ja danach schreit, denn wir wissen alle, man kann natürlich mit historischen Daten immer eine Korrelationsmatrix rechnen, aber das ist ja der Blick in den Rückspiegel und wir wissen alle nach vorne raus immer nur ein sehr grober Anhaltspunkt für das, was dann wirklich passiert. Also ich glaube, das ist das zentrale Problem, auch in den Renditeschätzungen, da ist wahnsinnig viel Streuung drin, wahnsinnig viel Neues, wahnsinnig viel Rauschen. Und auch die Korrelationsmatrizen, die ich aus vergangenen Daten berechne, führt immer dazu, dass die klassischen Optimierer zu sehr, sehr sensitiven Ergebnissen führen. Also wenn ich die Input-Parameter ein bisschen abändere, habe ich ein ganz anderes ganz Portfolio, andere Portfolio. Das ist ja kontraintuitiv, genau, das will man eigentlich ja nicht. Und da gibt es jetzt auch Ansätze, die versuchen, das ein bisschen robuster zu gestalten. Und man könnte ja hergehen und sagen, pass mal auf, Ich spare mir diese ganze Schätzung der Momente, die ersten und zweiten Momente, ich brauche die gar nicht. Ich gebe dir einfach die historischen Renditen und ich gebe dir den Wert, den Output, das Ziel. Das kann eine Sharpe-Ratio sein, das kann irgendwie eine Schiefe sein oder was auch immer. Und dann baue mir ein Portfolio, was genau das liefert. Und dann teste alle möglichen Portfolios durch, ein bisschen nach Trial and Error und suche mir das raus, was im Schnitt das beste Ergebnis gegeben hat. Ja. Also lerne die Kombination von Aktien, die im Schnitt das Beste, dem höchsten Sharpe-Ratio erwirtschaftet. Und das geht am Ende wirklich ohne Modell, weil das System weiß ja gar nicht, was eine Korrelationsmatrix ist. Das geht am Modell völlig vorbei. Ja. Also wir ersetzen diese zweistufige Schätzung, dass ich zuerst die Input-Parameter schätze und dann mache ich meine Optimierung. Diesen ersten Schritt streiche ich raus und gehe sofort praktisch in die Optimierung rein. Ne? Ja. Nochmal was ganz anderes. Ich habe mal gehört, dass das auch im Bereich Kreditrisiken oder Einschätzung von Kreditrisiken genutzt werden könnte. Ja, also was man schon lange macht, zum Beispiel im Bereich Kreditkarten, ne? Also hat man ja Millionen von Rechnungen jeden Monat. Ne? Ja. Und da kann man auf Basis von Transaktionen, die jetzt vielleicht nicht ganz dem normalen Verhaltensmuster von Leuten entsprechen oder anderen Dingen, die man beobachtet, sehr gut prognostizieren, welche Kreditkartenrechnung morgen nicht bezahlt wird. Das wird auch gemacht von den großen Kreditkartenfirmen. Und das andere natürlich ist, dass ich sage, wenn ich ein Anleihenportfolio zum Beispiel habe, dann kann ich natürlich mit Machine Learning Verfahren und da wiederum auf Basis von traditionellen Prognosevariablen, aber auch ganz alternativen Prognosevariablen, kann ich mir jene Faktoren prognostizieren, die irgendwie mein Kreditrisiko beeinflussen. Und wenn ich weiß, wie die Zinsen sich morgen entwickeln, wie so allgemein die Konkurswahrscheinlichkeiten sind, wie Value at Risk morgen sind, wie Wechselkurse morgen sind, dann kann ich vielleicht auch besser mein Kreditrisiko im Portfolio abschätzen. Ja,
absolut schlüssig. Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Thema Asset Management und Handelsstrategien. Wie sieht denn so die Erfahrung aus? Es gibt ja seit einigen Jahren tatsächlich diese Ansätze, sie werden auch zunehmend eingesetzt, vor 10 Jahren kaum, inzwischen immer häufiger. Eigentlich müsste man doch inzwischen schon einen kleinen Blick drauf werfen können und sagen können, oh, es klappt in der Summe oder auch nicht. Ja, also das ist natürlich die ultimative Frage. Ich glaube, es ist für ein fundiertes Urteil noch ein bisschen zu früh. Ich habe mir da noch kein schlüssiges Urteil gebildet, ob sich diese Verfahren in der Praxis bewähren. Ich habe zwei Dinge gefunden, die wir vielleicht kurz besprechen können. Es gibt eine ganz bekannte Studie, die vergleicht im Hedgefondsbereich Systematic Hedgefonds und Discretionary Hedgefonds. Also Systematic Hedgefonds, das sind regelgebundene, algorithmusbasierte Strategien. Während die Diskretionären, das sind solche Strategien, die so rein auf die menschliche Urteilskraft vertrauen. Also ganz, ganz klassisch. Und da findet man, dass die Performance in der Vergangenheit sehr ähnlich war. Also wenn man sich die Performance-Charakteristika, sowohl Rendite als auch Risiko ansieht, dann gibt es da keine großen Unterschiede, sodass man sagen kann, dass die häufig beobachtete Aversion gegen Algorithmen, gegen regelgebundene Strategien vielleicht ein bisschen unbegründet ist. Muss aber fairerweise sagen, algorithmusbasiert hieß in diesem Fall nicht unbedingt Machine Learning, weil wir haben jetzt hier Fonds, die es seit 20 Jahren gibt, die halt irgendwelche statistischen, ökonometrischen Modelle hatten. Wir reden jetzt über sehr viel komplexere Anwendungsverfahren. Aber ganz grundsätzlich regelgebunden, algorithmisch, führt jetzt nicht dazu, dass man irgendwie Performance auf dem Tisch liegen lässt, hoffentlich. Ne? Das wäre ja das Ziel. Gibt es Erfahrung zu wirklich KI-Fonds, maschinelle Lernfonds? Was ich gefunden habe, es gibt eine kleine Arbeit, die untersucht Hedgefonds. Also die haben sich natürlich da primär draufgesetzt auf diese Strategien. Und innerhalb der Anlageklasse Hedgefonds scheint so zu sein, dass diese Fonds, die Handelsstrategien auf maschinellen Lernverfahren umgesetzt haben, relativ gut performt haben. Also wenn man so die Faktor-Alphas sich anschaut, dann waren die relativ gut. Aber über den letzten 10 Jahren war die ganze Anlageklasse einfach nicht besonders gut. Ja. Und wenn man selbst diese Hedgefonds, die maschinelle Lernverfahren einsetzen, vergleicht mit dem amerikanischen Gesamtmarkt, hätte man besser einfach Aktien kaufen sollen. Hätte man einfach Aktien gekauft und wäre besser gelaufen. Erstaunlich, also interessant finde ich in der Entwicklung der letzten 10 Jahre, dass diese Fonds lange über dem Index lagen und dann in der Corona-Krise also wirklich dramatisch verloren haben. Was aber, finde ich, eigentlich nicht überrascht, wenn man weiß, wie solche Mechanismen funktionieren. Weil wie soll ein solches maschinelles Lernverfahren jemals aus den Daten, die es gesehen hat, konnte es keine Corona-Krise lernen? Und es ist ja noch schlimmer. Dann habe ich die Corona-Krise, dann denkt das System, boah, ich muss alles neu lernen. Da ist ja was Besonderes dazugekommen. Und dann sind die Prognosen danach in einer Welt, die wieder normal wird, tendenziell auch wieder komplett falsch. Man nennt das Catastrophic Forgetting. Ja. In so einer Extremsituation, die der Algorithmus noch nie gesehen hat, weiß er nicht, was er tun soll. Er hat keine Erfahrung dazu und scheint alles zu vergessen, was er früher gelernt hat und tut einfach irgendwas. Und das ist halt meistens falsch. Ja. Und seitdem haben sich diese Fonds nicht mehr erholt. Und die Performance ist also, muss man einfach offen sagen, aus dieser zugegeben begrenzten Evidenz jetzt nicht vollständig überzeugend. Aber wir stehen am Anfang dieser Entwicklung. Genau, wir stehen am Anfang der Entwicklung. Das wird uns auch nicht mehr loslassen. Ich denke, ein immer größerer Prozentsatz der Assets wird am Ende auch über solche Algorithmen gesteuert werden. Trotzdem sagt mir so mein Bauchgefühl, dass möglicherweise langfristig KI andere gesellschaftliche oder wirtschaftliche Bereiche stärker noch dominieren wird als vielleicht das Asset Management. Ich frage mich auch immer, das ist schon fast eine philosophische Frage, ob man eigentlich noch von sowas wie Schwarmintelligenz sprechen könnte, wenn ein Großteil der Assets über KI-Modelle gesteuert würde, weil eigentlich am Ende dann KI-Modelle etwas lernen an Kursmustern, was wieder von KI-Modellen produziert wurde. Und damit hat man ja so eine fast artifizielle Parallelwelt, in der Systeme arbeiten, was ja mit echtem Investieren eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, das ist ein Aspekt. Und das ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer sogar, weil wenn alle auf Basis ähnlicher Daten lernen, die gleichen Algorithmen einsetzen, dann machen die auch alle die gleichen Fehler. Denn die liegen ja nicht immer richtig. Och, die haben ja auch alle die gleiche theoretische Basis, wenn man ehrlich ist. Und das kann zu Kettenreaktionen führen. Wenn jeder das Gleiche tut, könnte es sein, dass das die Wahrscheinlichkeit für Marktcrashes einfach erhöht. Also das ist sicherlich eine Gefahr.
Auf der anderen Seite, das ist das Gegenargument, und wie gesagt, wir wissen, wir können das nicht abschließend beurteilen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass diese Informationsverarbeitung, wo ich riesige Mengen von Daten verarbeite, Informationseffizienz von Märkten verbessert. Man hat zum Beispiel festgestellt, man kann messen, ob Unternehmensdaten, wenn die elektronisch abgegriffen werden, zum Beispiel von der SEC, wird das von der Maschine abgegriffen oder wird das von Menschen abgegriffen? Okay. Und wenn das von Maschinen abgegriffen wird und mit großer Wahrscheinlichkeit auch von Maschinen verarbeitet wird, dass diese Unternehmen eine höhere Preiseffizienz haben als die Unternehmen, wo die Informationen primär von Menschen abgegriffen werden. Das misst man an dem sogenannten Post-Earnings-Announcement-Drift. Ja. Also wenn die Earnings bekannt gegeben werden, dann sieht man, dass die Kurse entweder ansteigen oder sinken, je nachdem, wie die Nachrichten sind, gut oder schlecht, dass aber die Anpassung nicht sofort erfolgt, sondern auch noch Monate danach beobachtbar ist. Und die Unternehmen, wo eben die Maschine stärker zugreift auf die Unternehmensdaten, da verringert sich dieser Drift im Nachhinein. Ja, das ist wirklich ein empirisch guter Beweis, dass dort die Effizienz offensichtlich höher war. Also das ist sehr interessant. Und ein weiteres Problem, sag ich mal, ist sicherlich das Problem der Performance-Messung. Denn ihr habt sicherlich auch hier bei Warburg die klassischen standardlinearen Faktormodelle, mit denen ihr Performance-Attribution messt. Ist ein ganz schwieriges Thema. Und Machine Learning ist per se nicht linear. Nicht linear. Es geht hier um Nichtlinearitäten, um Interaktionen. Und deswegen ist es wahrscheinlich relativ schwierig, Anlegern eine schlechte Performance-Ex-Post zu erklären, weil ich eigentlich nicht weiß, wo sie herkommt. Ja. Oder man kann schon gewisse Dinge tun, aber es ist schon bis zu einem gewissen Grad eine Blackbox. Ja. Und man muss sich schon sehr bemühen, um irgendwie aus dem Modell zu extrahieren, welche Faktoren waren sie jetzt, die schlechte Performance erklären. Da gibt es Ansätze, aber das ist sicherlich ein Problem. Und dann haben wir sicherlich das Problem der Datenintegrität. Nicht? Also das ganze Thema Datenschutz ist ein Thema. Und nicht zu vernachlässigen, auch der Regulator ist natürlich auf das Thema aufmerksam geworden. Wir wissen nicht, was da auf der regulatorischen Seite kommt und wie das auf das Performance-Potenzial von Machine Learning Handelsstrategien wirkt. Ja, nochmal ein guter Punkt. Ich glaube, wir könnten auch stundenlang weiterreden. Vermutlich würden wir das, sage ich mal, Zeitbudget etwas sprengen von diesem Format. Aber ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat wieder viel Spaß gemacht, lieber Wolfgang. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Und ein Thema hatten wir ja gerade auch schon uns ausgedacht fürs nächste Mal. Insofern, es geht weiter. Es geht weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.